Ihr Lieben, herzlich willkommen im Gartenparadies. Trotz wirklich großen, starken Hagel gestern, das waren bis zu Fingerkuppen große Hagelkörner, also Fingernagel groß, stehen die Pflanzen. Und ich führe euch ein bisschen herum und zeige euch, was sich schon ergeben hat. Also das sind Birnen, Melonen, das sind noch nicht mal Blüten. Denen ist wahrscheinlich ein bisschen zu kalt, die bräuchten ein Glashaus. Dann haben wir da echt die Kamille. Und was ich ganz besonders liebe, diese riesige Distel, die kommt jedes Jahr wieder. Das ist unser Wächter zum Start. Genauso wie die Königskerze. Und hier habe ich dann wirklich ein Paradies an verschiedensten Tomaten. Hier haben wir diese länglichen, ganz kleinen. Dann haben wir hier diese ganz riesigen, fleischigen Tomaten. Die werden noch größer. Schaut mal, wie üppig die sind. Haben ja alle ihre verschiedenen Formen. Dann diese, die werden dann so rötlich-braun. Da sind sogar schon zwei reif geworden. Dann haben wir hier unten schon auswuchert, sind die Blätter von den Süßkartoffeln, die da unterirdisch dann wachsen. Und dann habe ich hier nochmal Tomaten mit einem anderen Blattformat. Schaut mal, wie groß die sind. Und das werden auch wieder so ganz kraftvolle, große. Das eine ist schon ein bisschen rötlich. Genau, und hier habe ich auch schon den Salaten, die immer wieder kommen. Also die schneide ich ab und dann kommt immer wieder eine hervor. Dazwischen hat sich auch wildes Rucola angesiedelt. Und dann haben wir hier eben unsere erste Melanzani. Wie schön ist das? Eine ganz besondere Lieblingsfrucht von mir. Hier weiter, es ist jetzt schon ganz üppig, sind die Andenbeeren. Das sind eben die Ballongewächse. Und hier habe ich in der Mitte eine Kletterzucchine gepflanzt. Die habe ich dann in vier verschiedenen Ranken hinausgeführt auch, damit die wirklich Platz hat zum Ranken. Und da seht ihr schon, unter den Blättern liegen wirklich riesige, riesige, schaut euch die mal an im Vergleich. Das ist eine kleine Frische. Und die legen sich da einfach entspannt in die Erde, ins Gras, auf den Mulch, wo auch immer. Die wuchern eben in unsere Beeren hinein, die aber eh schon abgeerntet sind. Außer den Ribisseln sind schon fast alle gegessen. Genau, und dann seht ihr, zwischen den großen Ranken der Zucchini haben wir auch den blauen Borretsch. Da finde ich die Blüten einfach immer so wunderschön und gebe die gerne in die Suppen, einfach nur zur Freude. Und noch etwas gibt es, da führe ich euch außen rum. Wir haben nämlich eine ganz besonders köstliche Chili-Sorte. Die haben da wirklich so alle Farben. Im Moment sind da nur die lilanen reif, aber da, wenn ihr schaut, ganz rechts unten ist auch noch eine rötliche. Die werden dann eben auch gelb, orange und die verschiedensten anderen Farben. Genau, und der farbige, diese farbigen großen Blätter, Mangoldblätter, die brate ich mir sehr gerne zum Frühstück. So. Habt ihr noch einen Überblick über das jetzt schon wirklich recht wilde und trotzdem noch sehr geordnete Beet? Wir geben da immer eben Rasenschnitt dazwischen und dadurch lässt sich das dann trotzdem, wenn man näher kommt, ist das ganz gut zu sehen, dass die einzelnen, also das blaue Basilikum, da habe ich eben diesen einen Strang hinausgerankt aus dem Beet, aber die sind dann doch klar abgetrennt. Das ist eben so ein Süßkraut. Da ist der Thymian, Oregano. Genau. Also wenn man näher kommt, ist die Ordnung noch da. Und von weiter weg die volle Wildnis.